Einen frischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch eine Farm, mit der ihr viel Wolle, auch farbige Wolle, in kürzester Zeit sehr viele Stacks generieren könnt. Die Scheren kriegt ihr auch kostenlos und den ganzen Stuff könnt ihr dann noch für gut Geld verkaufen. Wir müssen dafür auf den Nature-Server gehen, mal kein CD-Build-Server, denn hier steht die Farm und zwar bei PH Woolbot. Hier ist erstmal soweit alles erklärt, damit ihr die ganzen Schilder nicht lesen müsst, zeige ich euch das Ganze mal. Und zwar haben wir hier ja, verschiedene Wollblöcke und überall, wo die Redstone-Lampe an ist, das ist jetzt so wie es aussieht, überall der Fall, diese ganzen Wollblöcke werden gerade angekauft. Wenn mal hier zum Beispiel bei Dunkelgrün die Lampe nicht an ist, dann wird Dunkelgrün aktuell nicht angekauft. In den beiden Öfen hier gibt es immer Scheren, die werden auch immer nachgefüllt. Bedeutet, ich nehme jetzt mal 3 Scheren hier raus, denn eine Schere geht echt schnell kaputt, muss man sagen. Dann gehen wir zu PHO Wolle und dann haben wir hier diese Schafsfarm. Und jetzt seht ihr, oh, 2 Schafe, was will ich denn damit? Wenn wir jetzt aber mal hier dran gehen, ihr seht schon, dass es in jedem Teil gibt hier so ein 1000er Schaf. Und mein Tipp ist es, rückt euch das Schaf hier in die Ecke, damit es nicht wegrennen kann. Und dann spammt ihr einfach die Taste. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht ganz so klug gemacht. Das ist hier trotzdem, Moment mal, so. Und dann spammt ihr einfach die Taste. Ich habe jetzt zum Beispiel das auf der Tastatur, deswegen kann ich so locker spammen. Kann hier AFK, so fast AFK rumstehen. Und ihr seht schon, ich bekomme hier auf jeden Fall gut Wolle hintereinander. Und da dieses Schaf ja 1000 Mal dort drin ist, haben wir dementsprechend auch sehr viel Wolle, was wir daraus eben scheren können. Und das Gute daran ist, dieses 1000er Schaf, das tut sich immer wieder regenerieren. Zum Beispiel waren wir gerade bei 800, jetzt sind wir schon wieder bei 900. Jetzt ist auch schon die erste Schere kaputt und ihr seht fast schon, wir haben hier eine ganze Inventarreihe voll gemacht, nur mit einer Schere. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit den anderen Farben machen, aber es wird von farbig und nicht farbig unterschieden. Bedeutet, ihr bekommt pro weiße Wolle 20 Dollar und pro farbige Wolle, ganz egal welche farbige Wolle, ob jetzt grün oder rot, das ist komplett egal, bekommt ihr immer 35 Dollar den Stack. Deswegen empfehle ich euch auch, die farbigen Wollschafe hier eben zu nehmen. Und das Geile ist, wir können hier rumstehen, spam einfach das ganze Ding voll. Natürlich müsst ihr auch aufpassen, dass vielleicht jetzt nicht noch ein zweiter bei euch reingeht und die Wolle vielleicht wegschnappt. Ist mir aber auch bis jetzt noch nicht passiert. Die Farm ist vor allem auch gut, wenn man nebenbei einfach Serien schauen will. Habe ich zum Beispiel gestern gemacht. Da stand ich hier, habe mir Wolle geschert und nebenbei eine Serie reingezogen. Und so nebenbei einfach Geld verdient. Und jetzt werden die meisten sagen, oh, mit Wolle 35 Dollar den Stack. Ah, das lohnt sich ja nicht wirklich für mich. Für die meisten Fortgeschrittenen wahrscheinlich nicht. Auch wenn ich jetzt ein Fortgeschrittener schon bin, ich muss sagen, ich werde die Farm wahrscheinlich in der Zukunft auch noch gut nutzen. Wenn wir jetzt mal zum Wollebot gehen, Woolbot so geschrieben, dann können wir hier einfach mal, hier ist nämlich eine Ankaufskammer. Der Bot ist da MonsterCookie109 und Achtung, jetzt ganz wichtig, aufpassen. Hier steht nämlich Komprimieren bitte nicht vergessen, Stufe 1. Da geben wir einmal Rezept ein, dann gehen wir zur Itemkomprimierung, denn dieser Bot kauft nur komprimierte Wolle an. Hier steht es auch nochmal, Wolle im Inventar, Rezepte, Itemkomprimierung, dann eben komprimieren. Das haben wir jetzt gemacht, hier ist alles komprimiert. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier hin. Dann tun wir hier eben den ganzen Spaß in die Kiste. Dann MSG im Monster Cookie und Ankauf. Nur Ankauf, kein Hashtag, nur Ankauf. Dann nimmt er sich die Wolle hier raus. Zählt dann eben kurz nach und dann seht ihr schon, wir haben jetzt 772 Dollar und 73 Cent bekommen. Und das für jetzt ein bisschen hier rumstehen und Wolle scheren. Also vor allem für Anfänger kann ich diese Farm auf jeden Fall empfehlen. Das ist hier auch kein wirklicher Aufwand, sich mal dahin zu stellen, ein bisschen die Taste zu spammen und den ganzen Spaß dann abzugeben und dafür dann noch Geld zu bekommen. Wir haben hier auch noch eine zweite Farm, PHARK-Schaf. Da kommen wir eben hier hin und hier haben wir den ganzen Spaß eben noch einmal. Wieder hier mit den 1000er Schäfchen. Bedeutet, es ist eigentlich egal, wo ihr hingeht, die beiden funktionieren hier.
Bedeutet, man kann sich innerhalb von einer Stunde schon gut paar tausende Dollar hier zusammen verdienen. Vor allem als Anfänger ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Und wenn man so nebenbei sich eine Serie schaut, kann man sich mal auch als Fortgeschrittener hier einfach hinstellen. Das ist jetzt halt kein wirklicher Aufwand. Man muss auch dazu sagen, ihr seht schon, hier steht wirklich so gut wie fast niemand. Hier ist einer, dann hier vorne stand noch einer und die ganzen Boxen sind hier eben frei. Bedeutet, ihr habt jetzt nicht wirklich Stress, hier euch einen Platz zu suchen und dann eben noch einen zu bekommen. Wenn ihr weitere so, ja, ich sag mal, kleine Geheimtipps wissen wollt und in Zukunft auch weiter sehen wollt, es gibt nämlich noch weitere Farmen, die werde ich auch auf meinem Kanal vorstellen. Falls ihr sowas nicht verpassen wollt, allgemein für mehr Griefer Games Content auf jeden Fall kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Wenn euch das Video gefallen hat, weitergeholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, kanntet ihr die Farm schon oder ist die eben auch für euch neu? Werdet ihr sie nutzen, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.